Jesus gekommen ist. Und wir feiern, dass er jetzt hier ist, mitten unter uns. Er sagt, wo sich zwei oder drei versammeln, in seinem Namen, da ist er da. Und deshalb wissen wir, Jesus ist hier. Er lebt in uns und wir dürfen den König feiern, der sich klein gemacht hat und auf die Welt gekommen ist und so, so gut ist. Jesus, wir feiern. Schön, dass ihr hier seid, egal ob du zum 100. Mal hier bist oder zum ersten Mal. Du bist herzlich willkommen und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht und zwar in Jesaja 9, Vers 5. Wir sind ja jetzt in der Weihnachtszeit, das heißt, wir packen jetzt unsere ganzen Weihnachtsverse aus, aber das ist ja zum Glück nicht an eine Saison gebunden, dieser Vers. Da steht nämlich, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben
Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Wenn du dich fragst, von wem hier die Rede ist von Jesus. Und das sind die Namen von Jesus. Und Jesus ist heute hier. Und ich will euch einfach einladen, Jesus kennenzulernen heute. Vielleicht kennst du ihn noch gar nicht oder vielleicht kennst du ihn auch schon ganz gut. Aber heute will Jesus sich dir neu vorstellen und will sich dir zeigen als der Wunderbare, als der, der Wunder tut, als der Wunderwirker in deinem, Leben, als der Ratgeber, als dein starker Gott, als dein ewiger Vater und als dein Friedefürst. Ich will kurz beten am Anfang. Danke, Jesus, dass du all das bist und noch viel mehr. Und wir sagen dir, Jesus, wir wollen dich heute neu kennenlernen. Wir wollen heute sehen und erkennen, wer du bist und wie du bist. Und wir wollen dich heute anbeten, Jesus. Sagen, Jesus, wir lieben dich. Wir wollen heute wirklich dir begegnen. Danke, dass du hier bist. Amen.
Jesus. Und wir feiern, Herr, dass du auf die Welt gekommen bist, wie wir gesungen haben. Du hast dich klein gemacht und wurdest danach hoch erhöht und sitzt jetzt zur Rechten des Vaters im Himmel. Und du bist herrlich und wir preisen dich. Und wir wollen dich heute Morgen auch preisen als den Friedefürst, der uns wahren Frieden bringt. Strahlen hell, kündigt er.
durch deine Berührung mit Menschen der Sünde bringst du den Frieden in unsere Welt. Danke, Jesus, danke, Jesus. Und fang heute Morgen an, diesem Friedefürst zuzusingen. Wir wollen uns echt noch einen Moment Zeit nehmen und ihm zusingen. Sing diesem Friedefürst zu, der gekommen ist, um dir wahren Frieden zu bringen. Und wo Umstände und Geld und Sicherheit in der Welt uns keinen Frieden bringen konnten, da ist Jesus gekommen, um uns wahren Frieden zu bringen. Und wenn du möchtest, kannst du einfach heute Morgen ihm deine Hand hinhalten und sagen, ja Herr, zeig mir deinen Frieden, bring mir deinen Frieden. Ich brauche deinen Frieden, Jesus. Und wir beten dich an, wir sind hier in deiner Gegenwart und wir preisen dich, wir loben den, der uns wahren Frieden bringt, Jesus. Jesus, du bringst wahren Frieden. Und fang einfach an, ihm heute Morgen zuzusingen. Sing ihm dein eigenes Lied, sing ihm zuerst König aller Könige und wir dürfen ihn anbeten. Yeah.
Jesus, wir sagen dir Danke heute, dass das die Wahrheit ist, dass du der Wunderbare bist. Du bist der Ratgeber, du bist der Friedefürst, Jesus. Du bist der ewige Vater, Jesus. Du bist der, der Frieden bringt auf diese Welt. Du bist der Frieden bringt in unsere Herzen, Jesus. Und heute wollen wir dich anbeten. Heute wollen wir sagen, Jesus, wir wollen dich hoch erhöhen, weil wir wissen, dass es kein anderer Name außer der Name Jesus Christus ist. Und dass das der Name ist, die Bibel sagt, dass es hoch, dieser Name hoch erhöht ist über jedem anderen Namen. Jesus, wir wissen, du bist der, der war und der ist und der kommt. Du bist der, dem die Welt gehört und dessen Herrschaft auf seinen Schultern liegt. Jesus, wir sagen dir Danke. Jesus, wir wollen dich anbeten heute. Wir wollen sagen, Jesus, es ist alles für dich und zu dir hin und alles ist durch dich, Jesus. Wir haben gar nicht genug Worte, um zu beschreiben, wer du bist und wie du bist. Aber wir wissen, Jesus, wir wissen, dass du uns liebst und wir wissen, dass wir dich lieben. Heute wollen wir unser Liebeslied zu dir singen, Jesus. Wir wollen sagen, Jesus, wir haben dich lieb. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Wir danken dir, Jesus, dass du kein Gott bist, der weit weg ist, sondern dass du ein Gott bist, der hier ist. Dass du ein Gott bist, der nah ist. Dass du ein Gott bist, der Mensch wurde und hier auf der Erde ist. Wir danken dir, Jesus, dass du nicht weit weg bist. Die größte Lüge, die der Feind uns sagt, ist, dass Jesus weit weg ist und dass wir keinen Kontakt zu Gott haben können. Das ist eine Lüge, die uns der Feind einflüstert. Die Wahrheit ist, du und ich, wir können Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Die Wahrheit ist, du und ich, wir können Jesus Christus erleben. Die Wahrheit ist, du und ich, wir können ein Leben mit Jesus Christus zusammenführen. Die Wahrheit ist, du und ich, wir können Jesus anbeten und wir können nah, wir können in Kontakt treten mit Gott, wir können mit ihm zusammen reden, wir können unser Leben leben mit Jesus Christus. Und Jesus, wir danken dir, dass du hier bist, wir danken dir dafür. Jesus, wir sagen, wir wollen für dich leben und wir lieben dich, Jesus, wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich. Wir danken dir, Herr, wir danken dir, dass du der Wunderbare bist. Dass du derjenige bist, der Wunder tut. Dass du unser Ratgeber bist, Jesus. Dass du unser starker Gott bist, der immer an unserer Seite ist. Der starke Gott, der nichts erschüttern kann. Wir wissen, du bist der starke Gott. Nichts und niemand in dieser Welt kann dich erschüttern. Wir danken dir, Gott. Du bist der starke Gott, der mit uns ist. Wir danken dir, Herr, dass du der ewige Vater bist. Dass wir Papa zu dir sagen dürfen. Und dass du uns so nah bist, dass du uns so sehr liebst, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir danken dir, Jesus, dass du der Friedefürst bist. Und wir loben und wir preisen dich heute. Wir sagen, Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Sag doch mal, Jesus, wir lieben dich. Sag, Jesus, ich liebe dich. Danke, Jesus, dass du der Wunderbare bist, dass du der Ratgeber bist. Dass du der starke Gott bist, dass du der ewige Vater bist und dass du der Friedefürst bist. Danke, Jesus. Lass uns doch mal Jesus einen Applaus geben. Ihr dürft euch setzen. Wir haben heute ein paar Ehrengäste da. Also eigentlich ist jeder von uns, der da ist, ein Ehrengast. Sag mal, ich bin ein Ehrengast. Aber wir haben auch ganz viele Kinder heute da. Und heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag. Wir haben ein paar Familien hier, die gesagt haben, wir möchten gerne, dass unsere Kinder gesegnet werden, weil wir möchten für Jesus leben. Und wir werden gleich einen Moment haben, wo wir diese Familien und die Kinder dieser Familien ganz besonders segnen möchten. Aber vorher haben wir noch ein Mitmachlied mit, also ein Mitmachlied ist ein Lied, in dem alle mitmachen. Und zwar werden die Kinder uns aber anleiten in diesem Lied. Und deswegen sage ich jetzt mal, alle Kinder dürfen nach vorne kommen. Ihr dürft euch mal hier vorne hinstellen. Dieses Lied wird geleitet von den Kindern, aber
ich wiederhole es nochmal, es ist ein Mitmachlied. Das heißt, alle dürfen mitmachen. Und es gibt auch Bewegungen dazu, die dürfen auch gerne alle mitmachen. Wir haben auch dann den Text am Beamer, den werdet ihr auch sehen. Und dann nachher, wenn es gleich losgeht, das Lied, dann dürft ihr alle aufstehen und mitmachen. So, ihr dürft auch alle mitsingen. Ich bringe euch den ersten Vers bei, okay? Es heißt, einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott, den Herrn. Kriegt ihr hin. Okay, let's go. Einfach spitze. So, dann freuen wir uns jetzt, dass wir Kinder heute Morgen segnen dürfen. Die Familien dürfen jetzt gern mal nach vorne kommen. Es ist heute was ganz Besonderes. Es werden drei Familien mit all ihren Kindern kommen und wir dürfen sie segnen. Und da liegt was Besonderes drauf, den Segen Gottes zu empfangen. Kommt nach vorne, die Eltern und Kinder, kommt nach vorne. Für uns ist das eine große Freude. Warum? Kommt her zu mir. So schön, dass ihr hier seid. Warum ist das so eine große Freude für uns? Jesus, es gab eine Situation, von der wir lesen, wo Jesus mit seinen Jüngern einen ganz anstrengenden Tag hatte. Und dann haben die Jünger so in der ärgsten Hitze vom Tag versucht, Jesus so ein bisschen auf die Seite zu bringen, in Schatten rein, wollten ihn versorgen mit was zu essen, einfach damit ihr Meister wieder mal zur Ruhe kommt und wieder sich erholen kann. Und dann kamen aber lauter Kinder
und wollten zu Jesus. Und die Eltern wollten doch, dass Jesus sie segnet. Und dann haben die Jünger gesagt, nein, jetzt lasst mal den Meister in Ruhe, der hat heute einen stressigen Tag gehabt. Und haben versucht, die Eltern abzuwimmeln und die Kinder abzuwimmeln. Und was mich dann so freut ist, Jesus hat dann die Jünger ermahnt und gesagt, nein, lasst die Kinder zu mir kommen. Ich möchte sie segnen. Und das ist das die Geste, die wir auch hier machen wollen. Jedes Kind soll einmal so diesen Segen Gottes empfangen. Und wir glauben, dass während wir das tun, auch etwas passiert, etwas Wertvolles in ihr Herz hineinfällt. Weil Gott liebt die Kinder. Er liebt sie so sehr, dass er sogar zu uns gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr gar nicht in den Himmel kommen. Er liebt dieses unverdorbene, unverbaute, unverkopfte Gott wahrnehmen. Und dafür möchten wir euch Kinder jetzt segnen. Und es ist so schön. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, von ganz klein bis ganz groß, dass ihr hier seid. Und ihr dürft diesen Moment genießen. Ja, und wir haben für jedes Kind einen Bibelvers. Und auch für die Großen. Ich finde es ganz klasse, dass ihr mit euren jüngeren Geschwistern, wir haben hier zwei Teenager, die auch gesegnet werden. Und die ganze Familie, die Eltern, die gesegnet werden. Und ich finde es so schön, dass wir nicht nur die Kinder zu Jesus bringen, sondern als ganze Familie zu Jesus kommen und sagen, wir wollen als ganze Familie gesegnet werden. Das finde ich so schön und wir machen das sehr gerne. Und wir haben für jeden, der heute jetzt hier ist, einen Bibelvers. Und in der Familie könnt ihr dann auch, wenn zum Beispiel die Tochter den Vers kriegt, das kann dann auch die Mama oder der Papa nehmen für sich. Oder wenn der Bruder einen Bibelvers bekommt, kann den auch die Schwester für sich nehmen. Ja? Also das ist dann das ganze Paket für die ganze Familie. Okay, jetzt gehe ich einfach mal auf diese Seite und fange hier mal an. Wir haben hier den David. Und als Gemeinde freuen wir uns über jeden Einzelnen, der hier ist. Schön, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Und wir haben Psalm 32, Vers 8. Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten. Mein Auge ist immer auf dir. Ja, und das dürfen wir wissen für den David. Dann haben wir noch die Mia. Mia, du kriegst auch einen Vers. Und zwar Jesaja 43, Vers 4. Weil du in meinen Augen kostbar bist, sagt Gott zu dir, und wertvoll, und weil ich dich liebe, zahle ich einen hohen Preis für dein Leben. Gell, das ist richtig, richtig krass, dass Gott sagt, du bist wertvoll und du bist wichtig in meinen Augen. Amen. Und die anderen können das auch für sich nehmen und sagen, oh, der Vers ist auch für mich. Dann habe ich noch den Patrick. Jetzt müsst ihr mir helfen. Wer ist der Patrick? Der Patrick. Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Also, du bekommst eine Speise von Gott für dein Inneres. Dann wird man richtig gestärkt und ausgerichtet. Das ist ein Vers für dich und für die anderen auch. Kevin, richtig. Johannes 14, Vers 6. Und Jesus sagte zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also durch Jesus hast du Gott als deinen himmlischen Vater. Er ist immer für dich da und er weiß, wie es dir geht und ist immer da bei dir. Amen. So, dann schauen wir mal weiter. Wen haben wir hier noch? So. Die Anna. Und du auch. Also die Anna bekommt Psalm 18, Vers 2 bis 3. Ja. Ich liebe dich, Herr, durch dich bin ich stark. Ja, okay. Der Herr ist mein Fels und meine Burg. Er ist mein Retter, mein Gott ist meine Zuflucht. Bei ihm finde ich Schutz. Er ist mein Schild und meine Stärke. Und meine Festung. Wow. Dann haben wir hier. Du möchtest jetzt.
Der Emanuel möchte jetzt was. Psalm 119, Vers 9 bekommst du. Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld leben? Also Psalm 119, Vers 9. Kannst du dir 9 merken? 9? Indem er sich an dein Wort hält und es tut. Ja, Amen. Wow. Dann haben wir hier noch den Roman. Matthäus 4, Vers 19 bekommst du. Jesus sagte zu ihnen, kommt und folgt mir, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sie ließen ihre Netze zurück und gingen mit Jesus. Gell? Da waren welche, die waren Fischer, die haben alles zurückgelassen und gingen mit Jesus. Und Gott macht auch mit dir eine Geschichte. Amen, Amen. Dann haben wir hier noch die Abigail. Psalm 119, Vers 105. Wow, das sind große Zahlen. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Jedes Kind hat seine besondere Geschichte und der Nikolai hat mich gefragt, ob er was Kurzes zu seiner Tochter sagen kann. Im Wort steht geschrieben, dass alles von ihm, durch ihn und zu ihm kommt. Und als der Jesus am Kreuz gehangen ist, ihm wurde durch Leib Speer gebrochen. Wasser und Blut ist geflossen, ein Zeugnis, dass etwas gebaren ist. Und in Römer steht geschrieben, dass die ganze Schöpfung wartet auf die Söhne und Töchter des Jesus Christus, von deren Offenbarung über Gott. Und ich habe so eine Predigt gehört und so angenommen. Und ich habe schon vor Jahren, bevor ich meine Frau kannte, aus der Bibel von Abigail gelesen und nachgeschaut, was das heißt. Quelle der Freude oder Papas Freude. Und als ich diese Predigt, wovon ich zuvor geredet hatte, gehört habe und so angenommen, und wie es geschrieben steht, nach Glauben wird es geschehen. Und dann wusste ich, bevor es jemand noch gehört hat, ich will als Erste die Abigail bekommen, die wartet da oben da drauf, um runterzukommen zu Papa. Und ich komme zu Mama und sage, du, so und so, da steht so die Sache, ich will jetzt Abigail rufen. Und sie sagte, nein. Ich sage, das steht jetzt nicht zur Frage. Ich will Abigail rufen und unsere Mama liebt Abigail. Und sie wartet auf uns. Und bei der Zeugung sagte ich, Abigail, komm runter, Papa ruft dich. Und ohne nachzufragen, ohne gar nichts bei dem Arzt, ich habe verboten, dass sie Bescheid weiß. Nur unser Opa wusste Bescheid. Und so entstand Wunder nach dem Glauben. Da ist die Abigail. Amen. Gott hört. Er sieht auch unsere Sehnsüchte. So, und jetzt wollen wir euch kurz die Hand auflegen und segnen. Der Manuel muss auch noch kommen wieder. Und ich will euch zusprechen, jedes der Kinder, ihr seid von Gott gewollt, ihr seid von Gott geliebt. Und deswegen, während wir euch segnen, er freut sich daran, dass ihr gesagt habt, ich möchte ihn segnen. Vor allem die jetzt auch schon das bewusst wahrnehmen können. Gott hat Freude daran, dass du sagst, ich möchte diesen Segen. Ich bin dabei und empfangt diesen Segen. Danke, Jesus. Ah ja, die Gemeinde darf jetzt aufstehen dazu. Und ich bitte euch einfach segnend, eure Hand auszustrecken, mit der Erwartung, dass auch ihr dazu beitragt, dass jeder so etwas Besonderes von Gott empfängt und mitnimmt, während wir für sie beten. Ja, wir segnen den David und wir rufen aus über ihm, dass die Hand Gottes auf ihm ist und dass er im Schutz Gottes ist und dass Gottes Auge immer auf ihn gerichtet ist. Danke, danke, Vater, dass du deine Augen über ihm hast und wir segnen ihn. Sagen, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Du bist geliebt.
Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für mir. Danke, dass du bei ihr bist, dass deine Hand auch auf ihr ist, dass sie so wertvoll ist in deinen Augen und dass du einen hohen Preis für sie bezahlt hast und sie gehört immer zu dir und wir segnen sie. Wir segnen jeden einzelnen Tag ihres Lebens. Wir rufen aus, Kraft Gottes ist mit dir. Amen. Amen. Patrick? Ja, danke für Patrick. Danke, Herr. Danke, dass du da bist. Danke. Danke, Herr, dass du deinen Weg ihm zeigst, dass du immer mit ihm bist und dass die Speise da ist für ihn, zu essen, das Wort Gottes und die Stärkung zu bekommen im inneren Menschen, aufgebaut und gestärkt zu werden. Wir segnen den Patrick. Wir rufen deinen Segen aus bei jedem einzelnen Tag seines Lebens. Ihr könnt alle die Hände ausstrecken und mitbeten und mitsegnen. Danke, Jesus. Danke für Kevin. Und danke, dass du der Weg für ihn bist, dass du die Wahrheit für ihn bist, dass du das Leben für ihn bist und dass er einen Zugang hat zu dir und dass er jeden Tag kommen kann in deine Nähe und bei dir zu Hause sein kann, bei dir, seinem himmlischen Vater, in deiner Nähe sein kann. Wir segnen ihn, dass er jeden Tag und jeden Augenblick immer wieder merkt, du bist da und du wartest nur auf ihn. Danke, Herr. Sollen wir die Eltern auch gleich mit segnen? Erstmal die Kinder. Okay, wir segnen die Kinder. Roman. Ja, der Roman, der hatte dieses Wort, dass Gott eine Geschichte mit ihm macht. So wie er mit den Ersten, mit den Jüngern das gemacht hat, die gesagt haben, sie gehen mit Jesus, alles zurückgelassen haben. Und wir segnen dich, Roman, wir segnen dich, dass du auch alles zurücklassen kannst und immer wieder voll zu Jesus rennen kannst. Und da darfst du sein, da darfst du hinrennen, da darfst du alles machen, da darfst du immer sein und da bist du wertvoll und gesehen und du darfst Entdeckungen machen mit deinem Gott. Wir segnen dich. Sei gesegnet. So. Ja, okay. Immanuel, ja. Wie wird ein Mensch seinen Weg gehen, ohne Fehler, ohne Sünde? Das ist auch für den Immanuel, dass er weiß, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Ja, und er gibt dir die Kraft und er zeigt dir den Weg. Und wir segnen dich, Immanuel, wir segnen dich, dass heute ein besonderer Segen Gottes auf dich kommt. Du bist geliebt, du bist wertvoll. Und Gott zeigt dir den Weg, den du gehen kannst. Und die Abigail. So schön, dass du da bist, dass du auf dieser Erde bist und dass wir dich kennen dürfen. Wir freuen dich, dass du da bist. Abigail. Gott liebt dich und er ist da bei dir. Du bist gesegnet, gesegnet in der Hand Gottes und sein Wort ist dein Licht. Auf deinem Weg, dass du jeden Moment siehst und sehen kannst, was dran ist. Sei gesegnet. Die Anna, die will uns nicht entgehen. Sei gesegnet, Anna. Gott ist bei dir jeden Augenblick und liebt dich. Und er ist immer da und er ist deine Zuflucht und dein Schutz und deine Burg, dass du zu ihm laufen kannst. Und nichts und niemand kann dir schaden. Du bist gesegnet und geschützt in der Hand Gottes. Und Herr, wir segnen jetzt auch die Eltern. Ich danke dir für jedes dieser Eltern, dass sie da sind für ihre Kinder. Danke für ihre Invest in die Kinder. Ich segne sie mit ganz viel Leitung auch von dir und Kraft, jeden Tag neu den Kindern die Eltern zu sein, die sie brauchen. Und ihnen auch die Augen zu öffnen für diesen guten Hirten, Jesus Christus, der für sie da ist. Ich segne sie mit ganz viel Liebe und Kraft, Weisheit, und Ausdauer in Jesu Namen. Danke, Herr, dafür, dass Sie diesen Invest machen in Ihre Kinder und lass etwas Gutes, etwas sehr Wertvolles daraus entstehen. Lass sie jeden Tag auch spüren, wie du an ihrer Seite stehst und ihnen die Kraft gibst, die sie brauchen bei allen Herausforderungen, die Kinder auch mit sich bringen. Ich danke dir dafür, dass sie nicht alleine sind, sondern du stehst hinter den Eltern und hast Freude an diesem Dienst, den sie an den Kindern tun. Vater und Mutter, sie sind so wertvoll für die Kinder. Wir segnen sie in Jesu Namen. Amen.
Amen. Ihr kriegt noch was. Noch nicht gehen, ihr kriegt noch ein Geschenk. Das ist jetzt hier für Familie Flat. Familie Flat. Und das ist Familie Sorokin. Und das hier. Und zwar bekommt jedes Kind seine eigene Kinderbibel. Und auch die Großen kriegen eine richtig gescheite Bibel. Sodass ihr selber lesen könnt im Wort Gottes. Weil das ist mega wichtig, dass wir jeden Tag, das ist für die ganze Familie. Wer will es tragen? Es ist sehr schwer. Sehr schwer. Also seid gesegnet auch mit dem Wort Gottes, dass ihr jeden Tag reinschauen könnt und selber entdecken könnt, was Gott für euch hat. Seid gesegnet. Amen. Jesus liebt Kinder und Familien. Wir als Gemeinde lieben Kinder und Familien. Das ist manchmal ein bisschen chaotisch, aber im Reich Gottes ist auch nicht immer alles ganz ordentlich. Von dem her, kein Problem, das lieben wir. Die Kinder dürfen in den Kindergottesdienst gehen. Und zwar, Achtung, alle Kinder gehen heute in den großen Raum hinter dieser Wand. Da dürft ihr einmal aus, nach hinten gehen, weil wir nämlich schon üben für Heiligabend. Das ist schon mal ein kleiner Spoiler an der Stelle für die Erwachsenen. Das wird richtig genial. Also alle Kinder dürfen jetzt da nach hinten gehen. Genau. Und dann wollen wir auch noch die Kollekte einsammeln. Das ist freiwillig und wir lesen in der Bibel immer wieder, Jesus ist unser Versorger und zu geben ist wie eine prophetische Handlung, zu sagen, hey, ich vertraue nicht auf die ganzen weltlichen Systeme, sondern ich vertraue auf Jesus Christus und dass er unser Versorger ist. Und das ist freiwillig, du darfst einfach, ja, Jesus fragen. Yes, und ich werde beten, danke Jesus, dass du unser Versorger bist, dass du das versprichst in deinem Wort, dass wir uns nie um irgendwas Sorgen machen müssen, weil du in jedem Bereich unseres Lebens dafür sorgst, dass es uns gut geht, Herr. Und ich segne jeden Einzelnen, der hier vertreten ist, jeder Haushalt, der hier vertreten ist, auch jeder Dauerauftrag, der da ist, Herr, mit deinem Segen in Jesu Namen. Amen. Amen. Und dann freue ich mich, dass mein Bruder heute predigt, ist unser Jugendleiter und Lobpreisleiter manchmal und einfach generell voll der Held. Ihr dürft schon klatschen jetzt, finde ich. Yes. Yes, ich freue mich auch sehr, dass ich heute das Wort bringen darf. Bisschen einrichten. Yes, ich bete ganz am Anfang und dann geht's auch schon los. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du für jeden Einzelnen von uns heute wirklich was vorbereitet hast, dass du sprechen willst zu jedem einzelnen Herzen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unsere Herzen anrührst und wir machen unsere Herzen weit, weil wir wollen alles aufnehmen, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Amen. Yes, ich möchte euch heute ein bisschen reinnehmen in eine Themenreihe oder in das, was wir gerade machen in der Jugend, in Impact. Wir haben seit einigen Wochen eine Themenreihe, die nennen wir Be Ready. Und da geht es um ein Thema, ein großes Thema, wo jetzt man vielleicht denkt, okay, das ist vielleicht nicht so ein typisches Thema für Jugendliche, aber ich glaube, es ist so ein wichtiges Thema für Jugendliche und für generell alle Menschen auf dieser Welt, dass es eigentlich frech wäre, wenn ich es euch nicht weitergeben würde, ja. Weil es so wichtig ist. Und dieses Thema ist, hey, Jesus kommt wieder. Wusstest du, dass Jesus wiederkommt? Wir feiern, ja, zweite Kerze brennt, wir feiern den zweiten Advent. Advent heißt Ankunft. Ankunft von Jesus. Das wissen wir alle. Sehr gut. Jesus war nämlich schon mal da. Und Jesus hatte einen Auftrag, als er hier war. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst von Jesus, aber Gott hat uns Menschen geschaffen. Ja, er hat uns geschaffen für Beziehung,
Aber da gibt es ein Problem. Und dieses Problem ist folgendes, dass wir Menschen, dass wir Fehler machen. Und dass wir Menschen, diese Fehler, die trennen uns von Gott. Und Gott sehnt sich aber so sehr nach uns. Er sehnt sich so sehr danach, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm, dass wir in einer Liebesbeziehung mit ihm leben. Deshalb hat er einen Plan entwickelt und dieser Plan, den feiern wir an Weihnachten. Er schickt nämlich seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt und er wird geboren in einem Stall. Dieser große König, der Schöpfer der Welt, macht sich ganz klein und er wird ein Mensch und er lebt ein perfektes Leben und er macht keine Fehler, weil er Sohn Gottes ist. Und am Ende von seinem Leben gibt er sein Leben hin für die Menschheit. Und er stirbt stellvertretend für unsere Fehler am Kreuz. Denn Fehler bedeuten immer Konsequenz. Fehler, die wir machen gegen Gott, wo wir uns entscheiden gegen Gott, die haben immer eine Konsequenz. Und jemand muss für diese Fehler bezahlen. Und Jesus hat das getan für uns. Als er am Kreuz gestorben ist, ist es wie ein Angebot, das er uns macht. Er sagt, er ist gestorben für alle unsere Fehler, wenn wir dieses Angebot annehmen. Es ist ein Geschenk, das er uns gibt und wir dürfen das annehmen für uns. Und Jesus stirbt am Kreuz, aber er bleibt nicht tot, sondern nach 3 Tagen wird er wieder zum Leben erweckt. Er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt und er hat den Feind besiegt. Und er lebt jetzt und am Schluss steht in der Apostelgeschichte am Anfang drin, dann stehen sie auf einem Berg, Jesus gibt noch Anweisungen, sagt, hey, so und so, hey, geht in alle Welt, macht zu Jüngern, erzählt es weiter, was ich getan habe. Und dann kommt eine Wolke und nimmt ihn auf und er fährt in den Himmel. Und dann denkt man sich, ja, ist ja ganz gut jetzt, Sünde ist besiegt, Feind ist besiegt. Jesus, wenn wir das Geschenk annehmen, können wir wieder kommen zu Gott. Wir können Gemeinschaft leben mit Gott. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Wie geht es jetzt weiter? Jesus hat am Kreuz sein Ziel erreicht. Er hatte das Ziel stellvertreten. Er ist auf die Welt gekommen mit dem Ziel, für unsere Fehler zu sterben. Und dieser Opfertod von Christus, wo er sich selber hingegeben hat, grausam am Kreuz geschlachtet worden ist, das ist die Grundlage für unser Leben als Christen. Denn das bedeutet, dass wir Zugang haben zu Gott. Das bedeutet, dass wir Zugang haben zu seiner Herrlichkeit hier und jetzt. Wir können kommen zu Gott voller Freimütigkeit. Wir können voller Hoffnung kommen und sagen, hey, da ist ein Gott und er ist so gerecht. Aber wir können seinem Gerechtigkeitsstandard entsprechen, nicht weil wir so gut sind, sondern weil Jesus für unsere Fehler schon bezahlt hat. Er hat, sein Opfertod ist die Grundlage für neues Leben, für Gemeinschaft mit Gott. Aber wie geht es jetzt weiter? Wir können jetzt auf dieser Welt leben, schon jetzt mit Gott. Er hat alles getan, dass wir hier und jetzt, an jedem Sonntagmorgen, an jedem Tag, an jeder Stunde, in jedem Jahr, in jeder Sekunde Zutritt haben zu Jesus, zu Gott. Wir können sein bei Gott. Das ist sein Wunsch gewesen von Anfang an, als Gott die Menschheit geschaffen hat. Hat er gesagt, ich will Menschen schaffen, nicht damit sie für mich arbeiten oder irgendwas, sondern ich will Gemeinschaft haben mit Menschen. Und dieser Opfertod am Kreuz, der hat genau das bewirkt. Wir können im Hier und Jetzt Gemeinschaft haben mit Jesus. Und es geht noch weiter. Eines Tages, wenn wir sterben, stehen wir mal vor Gott. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Aber eines Tages wirst du vor Gott stehen. Jeder einzelne von uns. Und dann entscheidet sich, ob du die Ewigkeit bei Gott verbringen wirst oder eine Ewigkeit getrennt von Gott. Und das Kriterium, um die Ewigkeit mit Gott zu verbringen, ist, haben wir dieses Werk am Kreuz, was Jesus getan hat, haben wir das angenommen für unser Leben? Und was Jesus getan hat am Kreuz, hat also Auswirkungen aufs Jetzt, auf unser Leben, aber es hat auch eine Auswirkung auf eine Ewigkeit, weil wir können voller Vorfreude zu Gott kommen. Wir brauchen keine Angst haben vor Gott. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Tod, sondern wir können vor ihn kommen, voller Hoffnung, weil wir wissen, Jesus hat für meine Fehler bezahlt. Jesus hat für meine Fehler bezahlt.
Ich bin gerecht vor Gott. Er sieht mich gerecht. Und die Sünde ist besiegt, ja. Tod ist besiegt, Feind ist besiegt. Aber dann könnten wir eigentlich jetzt alle gleich in den Himmel gehen, oder? Das ist ja eigentlich super alles. Aber tatsächlich ist es noch nicht der ganze Plan von Gott, sondern nur der Anfang. In Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11 steht Folgendes. Nachdem Jesus das gesagt hatte, also er hat ein paar Anweisungen noch gegeben an seine Jünger, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Jesus wird wiederkommen. Warum? Er hat doch alles gemacht. Er ist doch am Kreuz gestorben, Sünde ist besiegt. Aber Jesus kommt nicht nochmal, um irgendwie sein Erlösungswerk nochmal zu erneuern. Er stirbt nochmal am Kreuz oder er korrigiert irgendwas. Er hat irgendwas vergessen, irgendwas liegen gelassen, muss er nochmal kommen und es holen. Sondern Jesus kommt wieder, um sein Erlösungswerk zu vollenden. Er kommt wieder, um sein Erlösungswerk zu vollenden. Weil wenn wir uns umschauen, wir sind umgeben von Sünde, wir sind umgeben von Krieg, von Krankheit, von Traurigkeit, von Schmerz. Wir als Christen haben diese Hoffnung zwar und haben diesen Zugang zu Gott, aber er hat noch mehr vor. Er will seine wartende Gemeinde in die ewige Herrlichkeit Gottes führen. Und er wird kommen, heißt in der Bibel, um mit seiner Gemeinde zu regieren. Und er wird Gericht halten, wenn er kommt. Und sein endgültiges Ziel, und er wird den Teufel binden am Anfang, er wird Gericht halten und schlussendlich wird er den Teufel besiegen und er wird ihn vernichten. Und es gibt eine Bibelstelle, wo dieses endgültige Ziel drinsteht, was Gott vorhat. Und es ist so ein schöner Text, Offenbarung 21 steht es, Vers 1 bis 8. Das ist das endgültige Ziel, was Gott vorhat. Offenbarung 21, Vers 1 bis 8. Danach sah ich einen, das schreibt Johannes, der hat eine Offenbarung vom Himmel. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich vor ihrem Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstgeschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Darauf sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst vor dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das ist das Ziel von Gott.
das ist das Ziel von Gott. Er hat noch was vor. Er will das vollenden, was er angefangen hat. Wir haben schon jetzt vollen Zugriff. Wir haben schon jetzt Zugang zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Liebe, in seine Gegenwart. Und wir können für Kranke beten und sie werden geheilt werden. Schon jetzt. Aber da ist eine noch größere Herrlichkeit, die auf uns wartet. Nämlich der Moment, wenn all unsere Tränen abgewischt werden, wenn alle Trauer vorbei ist, wenn er sagt, hey, ich mache alles neu. Also, wenn Jesus jetzt wiederkommt, was ist dann eigentlich jetzt unser Job? Und das ist die Frage, die ich ein bisschen besprechen will mit uns heute Morgen. Was ist dann eigentlich unser Auftrag? Warum sind wir hier auf dieser Erde? Im Hebräer, wir wollen mal in den Hebräerbrief gehen, Kapitel 9, Vers 28. Da steht Folgendes. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht. Das haben wir vorher gehört. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er wurde einmal als Opfer dargebracht. Als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Und wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Oder in einer anderen Übersetzung heißt, die ihn erwarten. Also unser Job ist warten oder erwarten. Aber heißt es jetzt, wir legen unsere Hände in den Schoß, ja, wir haben vielleicht eine gute Zeit, wir haben den Heiligen Geist bekommen, wir haben Zugang zu einer Herrlichkeit, uns geht's gut, wir legen unsere Hände in den Schoß und warten und schauen wir mal, was wird. Oder ist es wie schaut dieses Warten aus? In Jesus, kurz bevor er gekreuzigt wird, erzählt er eine Geschichte. Und zwar im Kontext, er sagt, hey, guck mal, so wird es weitergehen, nachdem ich hochgegangen bin und wenn ich wiederkomme, so und so wird es aussehen. Und er erzählt da die Geschichte von Noah. Und es steht in Matthäus, Kapitel 24, heute sind ein paar Bibelstellen, aber dann sind wir schon fast durch mit den Bibelstellen. Matthäus 24, Vers 37 bis 39, möchte ich kurz mit uns lesen. Bei der Wiederkunft von Jesus wird es wie in den Tagen Noah sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Jesus vergleicht seine Wiederkunft, seine zweite, mit Noah. Er vergleicht seine Wiederkunft mit dem, was Noah erlebt hat. Noah, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Noah war der Mann, den Gott aufgetragen hat, hey, baue mir ein großes Schiff. Ja, die ganze Welt, die war so voll von Sünde, sie war so voll von Unmoral, von Hass. Und Gott sagt, Noah, du bist der Einzige, der treu ist, der mit mir läuft. Und er sagt, bau ein Schiff. Weil eines Tages kommt die Flut. Also Noah wusste, dass die Flut kommt. Er erwartete eine Flut. Aber was hat er gemacht? Hat er gewartet? Hat er geschaut und wir freuen uns so? Oder ist, nein, sondern er hat aktiv gewartet. Was hat er gemacht? Er hat ungefähr 80 bis 100 Jahre, hat er ein Schiff gebaut. Er hat diese Arche gebaut. Auf Vorbereitung für das, was kommt. Und ich glaube, genauso wie Noah dieses Schiff gebaut hat, haben auch wir als Gemeinde den Auftrag, ein Schiff zu bauen. Und dieses Schiff ist die Gemeinde Gottes. Wir als Gemeinde haben den Auftrag, bis Jesus wiederkommt, dass wir die Gemeinde Gottes bauen. Und wie bauen wir dieses Schiff? Und warum bauen wir dieses Schiff? Da wollen wir ein bisschen jetzt reinschauen. In 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1 bis 4, da heißt es nach der Schlachterübersetzung, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen, zuallererst praktisch, Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind,
damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Weißt du, dass das Fundament von jeder Gemeinde, das Fundament von der Gemeinde Jesu, das Fundament von jedem Christenleben ist das Gebet. Jemand hat mal gesagt, das Gebet ist der Atem eines Christen. Warum? Warum Gebet? Geht es da um so ein religiöses, irgendwelche Formeln aufsagen, um irgendwas Arbeitsstunden bei Gott zu sammeln oder sowas? Nein, sondern Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Gebet, was, mit wem rede ich denn? Gebet ist ja ein Reden mit Gott, ein Dialog mit Gott. Und das ist das, wofür Gott uns geschaffen hat. Er hat uns geschaffen für Gemeinschaft mit ihm. Und deshalb müssen wir Menschen sein und Christen sein, die beten. Wir müssen Menschen sein, die Zeit im Gebet verbringen. Warum? Und das lesen wir, wenn wir weiterlesen, 1. Timotheus 2, wenn wir lesen ab Vers 3. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass jeder einzelne Mensch die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit verbringt. Das ist sein Wunsch, das ist sein Ziel, das ist, dafür brennt sein Herz und er hat alles dafür getan am Kreuz. Ich glaube nicht, dass die Kirche so ein Selbsterhaltungsboot ist, so eine Luxusjacht. Reinhard Bonnke, weiß nicht, ob jemand Reinhard Bonnke kennt, der ist ein großer Evangelist. Er hat mal gesagt, die Gemeinde Christi, die ist kein Vergnügungsschiff, sie ist ein Rettungsboot. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Es geht bei Gemeinde nicht darum, dass wir einfach uns selber irgendwie gut fühlen, dass wir irgendwie über die Runden kommen, dass wir für uns ja halt eine Beziehung mit Jesus haben, sondern wir als Gemeinde, wir müssen ein Rettungsboot sein für diese Welt. Jesus will, dass jeder Mensch gerettet wird. Das ist sein Herzensschrei. Und dafür müssen wir dieses Boot bauen. Dafür müssen wir dieses Rettungsschiff bauen. Und der wichtigste Punkt, das wichtigste Fundament ist das Gebet. Und dann gibt es ganz verschiedene Arten von Gebet. Paulus schreibt hier, er sagt, es gibt zum Beispiel Bitten. Ja, das sind ganz konkrete Anliegen, wo man sagt, hey, ich bete für irgendeine konkrete Situation. Oder er schreibt von Gebeten, das sind allgemeine Gebete, wo wir vielleicht beten, Herr, komm mit Weisheit, komm mit Erkenntnis in deine Gemeinde, bau deine Gemeinde. Er spricht von Fürbitte, wo wir beten für andere Menschen, die vielleicht nicht selber beten können oder die Unterstützung im Gebet brauchen. Und er spricht von Danksagung, von Lobpreis, von Danke, Jesus, für das, was du getan hast. Ich hab wirklich diese Sehnsucht und für mich gesagt, Gott, ich will ein Mensch sein, der so im Gebet vertieft ist. Denn oberste Priorität es ist, ins Gebet zu gehen, in Gemeinschaft zu haben mit dir. Und es kostet was, und zwar kostet es Zeit. Aber das ist die bestinvestierteste Zeit, die wir machen, ja, wo wir irgendwie investieren können. Weil was gibt es Besseres, als mit dem Schöpfer der Welt zusammen zu sein? Was gibt es Besseres, als mit Gott selber Gemeinschaft zu haben im Gebet? Mit der Liebe in Person Zeit zu verbringen. Und wenn wir Gemeinschaft verbringen, mit Zeit verbringen mit Gott, wenn wir Gemeinschaft haben mit ihm, mit der Liebe in Person, dann passiert automatisch Folgendes. Unsere Liebe zu Jesus, sie wächst und wächst und wächst und wächst. Und das ist auch mein zweiter Punkt. Das zweite, was unsere Aufgabe ist als Gemeinde und dass jeder Einzelne von uns, Gott sehnt sich danach, dass wir ihn lieben. Und es ist unsere Aufgabe, ihn zu lieben. Matthäus 22 sagt Jesus, ab Vers 36, da fragen sie ihn, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot.
Weißt du, dass Jesus sich so sehr sehnt nach dir? Dass er so ein Verlangen hat nach seiner Gemeinde? Er hat so ein brennendes Verlangen. Er sagt, ich will euch überschütten mit meiner Liebe. Ich will, dass ihr eintretet in meine Herrlichkeit. Ich will, dass ihr kommt zu mir, dass ihr Gemeinschaft habt mit mir. Aber haben wir so eine brennende Liebe für ihn? Und ich glaube, das ist das, wo wir hinkommen dürfen und müssen und sollen, dass wir sagen, Jesus, unsere Liebe für dir, sie brennt. In Offenbarung schreibt, ist ein prophetisches Wort an die Gemeinde, wo er sagt, ihr tut viel, ihr macht viel, ihr macht so viel Richtiges. Ihr erkennt, wo Irrlehre ist, wo Menschen falsch über mich erzählen. Aber eins habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und er fordert diese Gemeinde auf, hey, komm zurück zu dieser ersten Liebe. 1. Korinther 14 sagt, strebt nach der Liebe. Oder andere, man kann auch übersetzen, jagt dieser Liebe nach. Das ist Jesus größtes Verlangen, ist es Gemeinschaft haben mit uns, dass wir ihn lieben, dass wir ihm unsere Liebe ausschütten. Und was für einen schöneren Ort gibt es als der Ort, wofür Jesus uns geschaffen hat, in seinen Armen, in seiner Gegenwart, ihn zu lieben mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Wir dürfen Zeit verbringen mit Jesus, Zeit verbringen in seinem Wort, Zeit verbringen mit dem Schöpfer selber. Und wir werden erleben, wie wir diese Liebe in uns immer, immer mehr zunimmt. Aber diese Liebe ist nicht einfach nur für uns, dass wir nehmen und nehmen, sondern wir dürfen sie auch weitergeben. Wir müssen diese Liebe weitergeben. So viele Menschen haben noch nie das Evangelium gehört. So viele Menschen sind nicht bereit auf die Wiederkunft Jesu. Und es hat ewige Konsequenzen. Ich habe vorher dieses Zitat gebracht von Reinhard Bonnke. Er sagt, wenn er sagt, wir sind kein Vergnügungsschiff, sondern wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag und eine Verantwortung bekommen von Gott, ein Rettungsboot zu bauen. 1. Timotheus haben wir vorher gelesen. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich glaube, dass Gott uns heute einlädt. Er sagt heute zu dir, magst du ein Baumeister sein in meiner Gemeinde? Magst du mithelfen, die Gemeinde vorzubereiten? Weißt du, dieser Tag, der kommt, der Tag, wo Jesus wiederkommt. Und er sehnt sich danach, dass so, so viele Menschen in diese Herrlichkeit eingehen, die er vorbereitet hat. Diese ewige Herrlichkeit. Und wisst ihr, das ist keine schwere Last. Das ist kein mühsam und irgendwie was erkämpfen. Sondern Jesus sagt, meine Last ist leicht. Das ist kein schwerer Job. Warten ist kein schwerer Job. Aber es fordert von uns Entscheidung. Entscheidung, Zeit mit ihm zu verbringen. Entscheidung, im Gebet Zeit zu verbringen. Entscheidung, ihn zu lieben. Und Bauen in der Gemeinde kann auch ganz praktisch aussehen, klar. Wir können auch aus dieser Liebe heraus, weil wir Jesus sagen, ja, ich will dir dienen. Er hat uns so viele Talente gegeben und wir dürfen auch unsere Talente und alle unsere Persönlichkeit und unsere Ressourcen, was wir sind, einbringen in die Gemeinde, um die Gemeinde zu bauen. Aber nicht um was zu tun für ihn, nicht um aus diesem Motivation raus, ich leiste was für Gott, sondern aus dieser Liebe heraus. Und was für ein herrliches Bild ist, und danach sehne ich mich, dass wir da hinkommen, dass ich da viel mehr hinkomme, dass Jesus unser Geliebter ist, dass wir unser Herz wirklich brennt für ihn, dass wir diese lebendige Beziehung haben zu ihm. Und er lädt dich ein heute. Er lädt dich ein heute und er sagt, ich will nicht nur irgendwie ab und zu Zeit verbringen, sondern ich will dein Gott sein. Ich will in deinem Herzen wohnen. Ich will dein König sein. Ich will Zeit mit dir verbringen. Er streckt sich nach uns aus. Er sehnt sich nach uns. Er will Gemeinschaft haben mit uns. Und wir dürfen ihm antworten. Und ich weiß nicht, ob du
vielleicht hier bist und du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich bereit bin. Ich weiß gar nicht, ob Jesus überhaupt, ob ich gerecht bin vor Gott, ob ich okay bin vor Gott. Vielleicht können wir mal alle aufstehen und unsere Augen schließen. Und wenn du hier bist und du sagst, ich weiß, dass Jesus gestorben ist am Kreuz für mich und ich weiß, dass er alles vorbereitet hat, damit ich Zeit verbringen kann mit ihm, dass ich in Herrlichkeit, seine Herrlichkeit, seine Gegenwart verbringen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Ich weiß, ich habe Jesus nicht in mein Herz eingeladen. Ich weiß nicht, ob ich gerecht bin vor ihm. Dann lade ich dich ein Gebet mit mir mitzusprechen. Ich erkläre einfach kurz, was dieses Gebet beinhaltet. Es ist ein Gebet, wo es heißt, Jesus, ich lade dich ein in mein Herz, ich lade dich ein in mein Leben. Ich will nicht mehr für mich leben, sondern ich will leben für dich. Ich will diese Liebesbeziehung eingehen. Ich will mit dir sein. Ich will bei dir sein. Und ich lade dich ein in mein Herz. Und ich werde vorbeten, und wenn du das bist und sagst, ich will Jesus einladen in mein Herz, dann lade ich dich ein, einfach mitzubeten. Danke, Jesus. Ihr könnt mir einfach wieder, ich sag was vor und ihr könnt nachsprechen. Danke, Jesus, dass du gestorben bist am Kreuz für mich. Ich glaube, dass du meine Sünden auf dich genommen hast. Ich glaube, dass du gestorben bist für mich. Ich glaube, dass du gestorben bist. Aber ich glaube, dass du auferweckt bist. Ich glaube, dass du auferweckt bist. Und dass du in den Himmel gefahren bist. Dass du in den Himmel gefahren bist. Und eines Tages wiederkommen wirst. Und eines Tages wiederkommen wirst. Jesus. Jesus. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich lade dich ein in mein Herz. Ich lade dich ein. Ich will eine Beziehung haben mit dir. Ich will eine Beziehung haben mit dir. Danke, dass ich gerecht sein darf vor dir. Danke, dass ich gerecht sein darf vor dir. Und wir werden jetzt eine Zeit gehen, wo wir werden ein Lied singen. Wir werden eine Zeit von Anbetung geben, wo wir ein Lied singen werden. Und dieser Chorus ist super simpel eigentlich. Aber das ist eigentlich die Zusammenfassung von meiner Predigt. Der Chorus heißt, Jesus, mein Geliebter, komm bald wieder. Jesus, mein Geliebter, komm wieder. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde ausgerichtet sein müssen darauf, dass dieses Herzensschrei, im Griechischen gibt es diesen Ruf Maranatha, weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, der heißt, komm bald her. Und ich glaube, dass wir, jeder Einzelne von uns, dass wir diesen Herzensschrei, dass er laut werden muss in unseren Herzen. Dass wir alles, was wir sind, alles, was wir haben, was wir tun, dass es ausgerichtet ist auf dieses Event. Dass wir sagen, Jesus, komm bald wieder. Weil was passiert, dann bete ich nicht einfach nur für mich und für meine Situation und ich esse und ich trinke und ja, ich lebe so vor mich hin, sondern mein Leben ist ausgerichtet darauf, dass Jesus wiederkommt. Ich habe ein Ziel vor Augen. Ich glaube, dass wenn unsere Liebe nicht einfach nur dafür da ist, dass wir uns besudeln und irgendwie über die Runden kommen, sondern wenn unsere Liebe ausgerichtet darauf ist, dass Jesus wiederkommt und dass Jesus uns herausfordert und sagt, hey, kehr zurück zur ersten Liebe. Dass unsere Liebe eine ganz andere Motivation hat, eine ganz andere Ausrichtung hat. Dass es eine ganz andere Liebe sein wird. Und ich glaube, dass wir dahin kommen müssen. Jeder für sich selber und als Gemeinde sagen, dass es unser Herzensruf ist. Jesus, komm bald wieder. Er hat diese Herrlichkeit vorbereitet. Er hat diese Gegenwart vorbereitet, diese unermessliche Freude. Dieser Moment, wo er alle Tränen wegwischt. Lass uns Gemeinde bauen und lass uns diesen Song jetzt singen als ein Gebet. Lass ihn uns singen als ein Herzensschrei, wo wir sagen, Jesus, wir wollen das sehen. Wir wollen das sehen, wie du eines Tages kommst und wir wollen das sehen, wie du alle Ungerechtigkeit wegnimmst. Wir wollen das sehen, wie du allen Krieg wegnimmst, alle Zerstörung, alle Sünde wegnimmst. Jesus sehnt sich, er sehnt sich nach uns. Er sehnt sich danach, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Lass uns dieses Lied singen.
als ein Gebet. Jesus, mein Geliebter, komm bald wieder. Die Welt der Sonne, Jesus.
Herr, dass du uns eine ganz neue Offenbarung über dieses ganze Thema schenkst, Herr. Danke für eine neue Offenbarung für jeden Einzelnen von uns. Herr, danke, dass du uns das erklärst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns dass diese ganze Thematik, dass du das uns alles erklärst. Danke, Heiliger Geist, für neue Offenbarung, Herr. Wir wollen wirklich jemand sein. Wir wollen Leute sein, die ganz verliebt sind in dich, Jesus. Die zurückkommen zu dieser ersten Liebe. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns dahin führst, dass du uns da reinziehst. Wir können es aus eigener Kraft so viel versuchen, wie wir wollen, Herr, aber wir wissen, dass es dich braucht dafür. Und laden wir dich heute ein, Heiliger Geist. Wir sagen, Heiliger Geist, wir laden dich dazu ein, uns Jesus neu vorzustellen. Wir laden dich dazu ein, uns näher hinzuführen zu Jesus. Wir laden dich dazu ein, es uns zu erklären, Heiliger Geist. Wir brauchen eine neue Offenbarung von dieser Liebe Jesu für uns. Wir brauchen eine neue Offenbarung davon, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass Jesus, wir wollen nichts von dem, was heute gesprochen wurde, vergessen. Wir wollen darüber nachdenken, darüber brüten, Herr. Wir wollen das in unserem Herzen bewegen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns nachjagst, dass du die ganze Woche über uns daran erinnerst, dass du in unseren Gebetszeiten da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du uns führst ins Gebet und dass du unser Leiter bist. Wir sagen, Heiliger Geist, wir wissen, wir brauchen dich. Danke, Jesus. Wir sagen, Jesus, mein Geliebter. Jesus, mein Geliebter. Jesus, mein Geliebter. Kannst du das mal sagen? Sag mal, Jesus, mein Geliebter. Jesus, mein Geliebter. Jesus, mein Geliebter. Komm wieder. Amen. Amen. Ihr dürft euch noch mal setzen. Ich will euch wirklich dazu einladen, dass ihr, auch wenn der Gottesdienst zu einem Ende kommt, dass ihr die ganze Woche über darin bleibt, was der Timon uns heute gesagt hat, in der Gemeinschaft mit Jesus, Zeit verbringen mit Jesus, dass ihr euch bewusst Zeiten einräumt, zu sagen, okay, heute nehme ich mir mal eine Stunde Zeit oder eine halbe Stunde Zeit, ich setze mich hin, ich schlage die Bibel auf und ich verbringe Zeit mit Jesus oder ich mache mir eine Lobpreismusik an und ich empfange einfach von ihm und ich höre, was er mir zu sagen hat und ich verbringe Zeit mit meinem Geliebten. Amen. Challenge accepted. Ja? Gut. ich will euch noch ein bisschen mit reinnehmen, was noch so alles passiert, was so alles läuft. Heute haben wir wieder ein Safe Augsburg Gebet seit, wie lang? Seit einem Jahr oder so? Oder schon seit 2 Jahren eigentlich? Seit 2 Jahren haben wir regelmäßige Gebetstreffen, wo wir als ganze Stadt Augsburg zusammen für Augsburg beten. Wo wir genau das machen, wovon der Timon heute gesprochen hat. Wo wir beten für Errettung, wo wir beten für Politik, für alles Mögliche, alles, was uns Gott halt so sagt, wofür wir beten sollen. Dafür beten wir für Augsburg. Und das machen wir nicht nur hier als Gemeinde, sondern das machen wir zusammen mit ganz, ganz vielen anderen Gemeinden auch. Und jedes Mal treffen wir uns in einer anderen Gemeinde. Und heute Abend um 19 Uhr haben wir das Safe Augsburg-Gebet in der Baptistengemeinde im Univiertel. Und da seid ihr alle eingeladen. Ihr dürft da gerne mit dabei sein. Genau. Dann nächsten Sonntag haben wir wieder Gottesdienst. Und dann haben wir am Abend auch wieder was Besonderes. Und zwar haben wir einen Praise and Worship Abend im Westhaus. Das ist genau sowas wieder, dass wir als ganze Christenheit in Augsburg zusammen einfach Jesus anbeten. Und das Besondere dabei ist, also natürlich ist es immer besonders, wenn wir Jesus anbeten, aber
Unsere Band, also unsere Neues Leben Band, spielt dort und leitet uns im Lobpreis. Und drum, nachdem sie ja viele Lieder spielen, die wir kennen, dann lasst uns doch ganz viel da sein, um Jesus anzubeten natürlich, aber auch ein bisschen, um unsere Band zu unterstützen. Also es ist so beides. Das ist nächsten Sonntag um 19 Uhr Praise and Worship im Westhaus. Wenn ihr nicht wisst, wo das Westhaus ist, dann googelt einfach. Und dann schon mal, das ist jetzt gar nicht mehr so weit vorausschauend, am 24. ist Heiligabend und es ist ein Sonntag. Und wir werden deswegen nicht um 10 Uhr uns hier treffen, obwohl Sonntag ist, sondern wir treffen uns um 16 Uhr hier und wir haben hier so richtig schicke, schöne Flyer, die liegen hinten am Eingang auf den Tischen. Und das Thema dieses Jahr heißt die Reise zum Frieden, zum Friedefürsten. Ich habe schon angeteasert, die Kids werden dazu ein Schauspiel, so ein kleines Stück spielen. Das wird einfach so ein richtig schöner, gemütlicher Heiligabend-Gottesdienst, in dem wir einfach Jesus feiern. Und ich will euch wirklich ermutigen, eure Nachbarn einzuladen, eure Freunde einzuladen, eure Familienmitglieder einzuladen. Ich weiß, Weihnachten ist immer so eine Zeit, wo dann auf einmal Leute sich doch entscheiden, in den Gottesdienst zu kommen. Nutzt es, ladet die Leute ein. Das wird auch nicht so ein ganz super langer Gottesdienst, sondern einfach, wir werden gemeinsam Jesus feiern und die Geburt von Jesus feiern. Die Reise zum Friedefürsten, deckt euch ein mit Flyern. Heiligabend, 16 Uhr. Und dann, die Woche drauf, ist dann der 31.12., also auch Neujahr, fällt oder Silvester fällt auf einen Sonntag und da werden wir um 10 Uhr hier Gottesdienst haben. Also 31. 10 Uhr Gottesdienst hier. Und dann danach, gleich drauf, haben wir Gebetsabende hier in der Gemeinde. Es ist immer richtig gut, wenn wir unser Jahr mit Gott starten und wenn wir unser Jahr mit Gebet starten. Und deswegen haben wir vom 1. bis zum 3.1. immer um 19 Uhr Gebetsabende und da seid ihr alle ganz herzlich eingeladen, da mit dabei zu sein. Genau, dann möchte ich euch einladen, heute jetzt direkt im Anschluss haben wir Kaffee vorbereitet und auch eine Suppe. Wir wollen einfach gemeinsam als ganze Gemeinde, Gemeinschaft haben, uns besser kennenlernen, die Familien feiern, die heute gesegnet wurden und dann haben wir noch eine Sache, die wir feiern möchten. Und zwar haben wir einen Gemeinde aller Ältesten. Und zwar ist es der Reinhold, der ist nämlich diese Woche 96 Jahre alt geworden. Wink mal. Da drüben sitzt er. Und das möchten wir natürlich auch feiern und ihr dürft gerne zum Reinhold gehen, ihm gratulieren, mit ihm reden. Ich will euch wirklich ermutigen, also geht wirklich hin und redet mit ihm, der ist so voll mit Weisheit, da muss man nur so ein bisschen antippen und dann sprudelt schon aus ihm raus, mit Weisheit und mit Freude. Also wenn ihr einfach Ermutigung haben wollt und Ratschläge und alles, geht einfach zum Reinhold, der ist euer Mann heute. Und wir wollen sagen als Gemeinde, Reinhold, wir lieben dich und wir sind richtig dankbar und froh, dass du hier bist. Und wir wollen dich feiern. Und genau, also jetzt direkt im Anschluss hinter der Technik findet das Ganze statt. Und jetzt bitte ich noch unseren Pastor, dass er uns den Segen spricht. Ja, dazu dürft ihr aufstehen und in Empfang nehmen den Segen. Ich segne dich mit einer Woche, in der du aktiv wartest auf deinen Gott, auf deinen Jesus, in den du aktiviert bist. Eine Woche, in der du ihm begegnest, wunderschöne Zeiten der Begegnung mit ihm hast, in seiner Gegenwart genießt und seine Liebe genießt und ihm deine Liebe zeigst. Ich segne dich mit einer Woche, wo du auch aktiv Reich Gottes baust, indem du die Liebe Gottes weiterfließen lässt zu Menschen um dich, und sie teilhaben lässt an dieser guten Botschaft, Jesus ist für sie gestorben, und sie mit hineinnimmst in Reich Gottes und mit hineinnimmst in dieses Leben mit Jesus, neues Leben mit Jesus. Ich segne dich mit Freude, mit seiner Gegenwart, seinem Frieden, der Herr mit dir. Amen.
arms.